Wie ihr seht, bin ich wieder mal auf einer chinesischen Autobahn. Naja, gut, Autobahn kannst du nicht nennen, das ist eher eine verkehrsberuhigte Zone. Das Auto hat noch TÜV bis 2020. Und wir müssen oder wir wollen vor der großen Reise eine Inspektion machen. Naja, hoffentlich wird es nicht wieder so ein Nepp. Ah, dieser Schwachsinn ist ein chinesisches Navigationsgerät, was nicht die Fresse halten kann. Und so sieht's aus, wenn man in China zu BMW vorfährt. Und ihr seht, das ist rechtlich voll hier. Da gibt es schon mal einen Einweiser. Maybe there's more easy straight away. It's fine. Good. So, das ist die Waschanlage, wie man sehen kann. Gleich mit Lufttrocknung. Hier haben sie mal eben ein bisschen hochgebockt. Hier sieht er. Sit. Mein Bauzi. Die Waschanlage, wie man sehen kann, und drei Autos warten. Hier kann man auch sämtlichen Schrott dazu kaufen. Es gibt sogar mal Kindersitze, werden selten verwandt. Und hier ist sogar das Verkaufsbüro. Und hier kannst du neben deinem BMW noch einen goldenen Ei kaufen. Oder irgendwelchen anderen Blödsinn. Und jetzt sind so chinesische Autoverkäufer, beziehungsweise Käufer. Also, so sieht es in dem Laden hier aus. Die Leute drängeln sich. Naja, und für die Kinder gibt es den kleinen BMW hier schon für, naja, knapp 200 Euro. Dann kannst du ja noch diesen Roller kaufen und noch so einen beschissenen Roller und auch ein BMW Motorrad oder ein kleines Elektroauto oder lauter Koffer und Accessoires nebst Mini. Ein paar geile Modelle, kann man hier auch erwerben, für den blinden Chinesen, die Uhr, die Sonnenbrille. Übrigens, die Kiste hier ist ein Neuwagen, wie man sehen kann, den sie erstmal wieder flicken müssen, weil sie unsachgemäß transportiert haben. Und dann der übliche Betrug mit dem Öl, was sie hier überall aufschwatzen wollen. Ja, das kennt man ja aus Deutschland, die Service-Modelle. Naja, das sind irgendwelche Kundenfahrzeuge. Und dann sollten wir mal die Rampe hochgehen. Die Rampe hochgegangen. Da kann man sich den einen oder anderen zerschossen angucken. Da hat sich jemand das Köpfchen gestoßen, weil er nicht angeschnallt war. Na, das tut mir aber leid. Diese grünen Kennzeichen gibt es übrigens für Autos, die irgendwas mit Elektro an Bord haben. Also,
Hybrid oder sowas in der Art. Die Lackierkammer. Und fehlen hier wieder ein paar Teile. Oh ja, das scheint hier die Lackabteilung zu sein. Und da wird es wohl alles vorgewärmt zum Trocknen. Also in China gibt es auch den Cooper S. Und das Wichtigste an der Kiste bei der Straßenbeleuchtung, die Zusatzscheinwerfer. Den Preis, mal sehen, ob wir den Preis hier rauskriegen. Leider nicht. Das scheint öfter irgendwie die Vorderachsen ausgebaut zu werden bei BMW. Zumindest hier. Woran das genau liegt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ihr seht beide Vorderachsen raus. Ah ja, jetzt gehen wir mal unten durch die Werkstatt. Einfach quer durch. Wird sich schon keiner aufregen. Oh ja, und wenn einer rückwärts fährt, muss er hupen wie wild. Ja, auch irgendwie was niedelnagelneues vom BMW. Tippeln wir nochmal hier vor den Autos lang. Oh, ihr seht, gibt noch ein paar ältere Modelle. So. Also wer nicht zu BMW will, da sind noch diese Betrüger auf der anderen Seite. Naja, diese weltweiten Abzocker und Betrüger, diese Arschlöcher. Und dann kannst du natürlich hier noch ein paar Nobelautos kaufen. Also ich sehe da Maserati, Rolls-Royce, Bentley, Porsche. Also ihr seht, ein bisschen zittrig, wir sind auf der Autobahn nach Hause. Angeblich hat BMW eine Dichtung gefunden, die nicht hinhaut, und dafür wollen sie irgendwie 4.000 frei haben, weil 4.500 Euro extra. Sehe ich nicht ein, morgen muss ich mir das angucken, aber so sieht es auf der Autobahn mitten in der Nacht aus. Also in jedem Manga, also ich würde sagen, der Typ auf dem Bild ist der böse Junge. Mag ja ein guter Taxifahrer sein, aber guckt euch die Bilder an, in jedem Manga ist er der böse Junge. Also mit 100 auf der Autobahn, ganz locker, im Elektroauto. Ein Tag später wieder mal bei BMW. Jetzt sind irgendwelche Dichtungen an den Ventilen, so wie ich das verstanden habe, defekt und ölen. Bilder kommen gleich, ich muss mit der Dame jetzt erstmal verhandeln. Was immer das ist, da tritt reichlich Öl raus. Jetzt kann man es auch relativ gut sehen. Kommt euch das schon mal bekannt vor?